So, liebe Leute von heute, wir sind heute gut, dritte Folge am Tag, ich weiß nicht, mal sehen. Ich nehme mal die Sachen hier wieder raus, weil das wohl anscheinend so jetzt keinen Sinn hat. Na gut, das kann man sich nicht mehr rausnehmen, gut. Und bin auf die Idee gekommen, so gemütlich beim Schmatzen und so, was weiß ich, beim Erdnussessen, nee, Erdnüsse, ja doch. Die Farbe von Nagellack hat dieselbe Farbe wie der Ferrari. Das machen wir eine gute Tat. Dann ist der Kerl nicht mehr so deprimiert. So schaffe ich es vielleicht, dass der Kratzer nicht mehr sichtbar ist. Huch, Mist. Ist mir ein bisschen was aus der Flasche auf das Auto getropft. Hoffentlich fällt das später nicht allzu sehr auf. Aber zumindest sieht es jetzt deutlich besser aus als vorher. Sicher? Na gut. Dann gehen wir mal dahin. Und mit 5 Cent allein kann ich nichts anfangen. Rein da. Herr Rossi? Ja? Mit Ihrem Glück scheint es ja nicht sonderlich weit her zu sein. Vielleicht sollten Sie es mal mit dem Wunschbrunnen hier versuchen. Wunschbrunnen? So ein Quatsch. Wer glaubt denn heutzutage noch an sowas? Naja, Sie wissen doch, der Glaube versetzt Berge. Ja klar, und der frühe Vogel fängt den Wurm. Hören Sie mir bloß auf mit solchen Lebensweisheiten. Vielleicht sollten wir es einfach mal versuchen. Ich denke, hier könnten meine 5 Cent ganz gut angelegt sein. Zur Not fische ich sie einfach wieder raus. Ich gebe mal eine Runde aus. Versuch macht klug. Mama mia. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe mir gewünscht, dass Ihr Auto keinen Kratzer mehr hat. Wenn das funktioniert, dann... Ach, Schwachsinn. Wollen Sie nicht zumindest mal nachschauen? Das ist zwar totaler Quatsch, aber ich wollte sowieso gerade mal nach dem Auto schauen. Der Kratzer ist fast weg. Sehen Sie, der Wunschbrunnen hilft doch. Aber ein bisschen ist der Kratzer noch zu sehen. Außerdem sind da jetzt so komische Flecken. Was erwarten Sie? Ich habe gerade mal 5 Cent in den Brunnen geworfen. Dafür bekommt man eben nur ein sehr kleines Wunder. Für eine größere Summe gibt's vielleicht auch ein größeres Wunder. Sie haben recht. Zumindest wäre es einen Versuch wert. Warten Sie, ich bin gleich wieder da. Mhm. Ah. Und? Sind der Kratzer und die Flecken schon weg? Nicht wirklich. So ein Mist. Und dafür habe ich jetzt 10 Cent ausgegeben? 10 Cent? Na, da waren Sie aber nicht sehr spendabel. Das ist doppelt so viel, wie Sie bezahlt haben. Naja, vielleicht fühlt sich der Wunschbrunnen ein bisschen verarscht und lässt sich mit dem Wunder jetzt extra etwas Zeit. Das könnte natürlich sein. Ich werde hierbleiben und auf das Wunder warten. Vermutlich werde ich wieder enttäuscht, aber ich habe ja sonst nichts zu tun. Dann mal viel Glück. Oh, warte, er hat 10 Cent reingeworfen. Haha. Dann gehen wir mal. Das nenne ich mal eine gelungene Investition. 200% Gewinn in wenigen Minuten. Wenn ich die Welt gerettet habe, werde ich ein Buch über Anlagestrategien schreiben. Mach das, Nina. Ich lese es dann. Jetzt haben wir 15. Derzeit keinerlei Badebedarf. 15 Cent, ab ins Metro. Nur irgendwie jetzt schade. Kaugummi. Ich habe fast mein ganzes Vermögen gegen ein Kaugummi getauscht. Hoffentlich hat sich diese Investition gelohnt. Ja, ich wüsste auch genau wofür. Denn ich habe es doch in der letzten Folge, glaube ich, schon angedeutet, dass selbst wenn ich jetzt besoffen dahin käme, es wäre nicht die hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich auch in diese Zelle da gelange. Damit ich also nicht in diese Zelle gelange, muss ich da was reintun. Und dafür kommt immer Kaugummi. Das Ding ist uralt und wenn es sich vermeiden lässt, würde ich mir das gerne ersparen. Ja, aber das lässt sich nicht vermeiden. Die Zelle ist zu und ohne Schlüssel wird man da auch nicht reinkommen. So,
Jetzt dürfte man da nicht mehr so leicht reinkommen. So, da haben wir das ja schon mal. Und jetzt müssten wir irgendwie besoffen werden. Nur ob das geht, ohne den netten Herrn da... Ich soll einen Klosch... Wie können wir das machen? Wir brauchen Wasser. Oder was anderes zu essen. Das Wasser würde durch die vielen kleinen Löcher ganz schnell wieder auslaufen. Was hat das für einen Sinn, dass mir das gezeigt wird? Vielleicht muss ich das kombinieren. Weil wenn es jetzt nur um das Wasser geht, könnten wir auch die Kerze da rausnehmen, oder? Egal, ich war... Das ist ja gar nicht so was. Ja. Dann nehmen wir mal... Wasser. Wasser geht nicht. Milch. Ein bisschen matschig, aber das ist vielleicht immer noch besser als steinhart. Ja, finde ich auch. Ab zu ihnen. Geht ja wohl. Busch. Weiter. Ich habe hier die optimale Mahlzeit für Sie. Ist zwar kein Fünf-Gänge-Menü, aber halbwegs gesund. Und es macht satt. Ja, das sieht in der Tat sehr gut aus. Und ich kann sogar meine wenigen Zähne schonen. Vielen Dank. Sie haben das Herz wirklich am rechten Fleck. Ist doch selbstverständlich. Ich helfe gern. Jetzt, wo Sie was zu essen haben, wollen Sie das nicht zum Anlass nehmen, mit dem Alkohol aufzuhören? Probieren kann ich's ja mal. Ich nehme die Flasche mal mit. Fragen Sie morgen einfach den Zoowärter. Der hat bestimmt ein bisschen was für Sie übrig. Meistens ist es wichtiger, dass es den Tieren gut geht. Der Mensch spielt da eher eine untergeordnete Rolle. Aber ich werde es versuchen. Na. Ich gehe dann mal wieder. Genau. Jetzt können wir uns voll die Kante geben. Bah, das Zeug ist widerlich. Ich habe es wieder in die Flasche gespuckt. Ist auch besser so. Schließlich brauche ich auch weiterhin einen klaren Kopf. Aber den ekligen Geschmack werde ich jetzt bestimmt die ganze Zeit im Mund haben. Na dann, wollen wir mal. Wenn ich in die Ausnüchterungszelle mit dem blauen Stein will, dann dürfte jetzt der richtige Zeitpunkt für den Einsatz meiner schauspielerischen Fähigkeiten sein. Hallöchen, du schicke Schnitte. Ich bin Hacke Dicht und will in der Ich will in der Zelle. Ach ja? Dann hauchen Sie mich mal an. Oh, das stinkt ja nach ganz billigem Fusel. Aber einen wirklich betrunkenen Eindruck machen Sie nicht auf mich. Wir sollten mal einen Bluttest machen. Wenn's sein muss. Setzen Sie sich bitte dort auf den Stuhl. So, dann wollen wir mal ein bisschen Blut abnehmen. Das wird jetzt ganz kurz pieksen. So, das war's schon. Nicht schon wieder. Das wird wohl mein Mann sein. Alle 20 Minuten ruft er mich an, um zu kontrollieren, ob ich wirklich arbeite oder nicht doch fremdgehe. Als ob eine Frau mit meinem Aussehen noch einen anderen finden würde. Bitte warten Sie hier kurz. Ich bin gleich wieder da. Ich sollte mir schnell was einfallen lassen, sonst fliegt mein Schwindel auf.
Nee, das Zeug ist widerlich und ich habe eh schon eine dermaßen üble Fahne, dass jeder mit einer halbwegs empfindlichen Nase sofort ins Koma fallen müsste. Wenn ich mir da jetzt ein paar Waffen rausnehme, muss ich womöglich noch eine dieser stumpfsinnigen Sumpf... Das hat mir der Lead-Designer verboten. Was können wir noch machen? Die Spritze. Na klar. Ich habe reichlich Blut im Körper. Da brauche ich nicht noch welches durch die Gegend zu tragen. Mit dieser Spritze hat mir die Polizistin Blut abgenommen. Ich werde mein Blut mal mit etwas Alkohol verdünnen. Das sollte hoffentlich sicherstellen, dass ich auf jeden Fall in die Ausnüchterungszelle muss. So, dann können wir ja endlich weitermachen. Ich werde die Blutprobe jetzt kurz ins Analysegerät stecken. Sie haben 3,7 Promille. Ich bin mir nicht sicher, wie Sie überhaupt sprechen oder gerade sitzen können. Oder warum Sie überhaupt noch leben. Aber wenn es jemand verdient hat, in eine Ausnüchterungszelle zu kommen, dann sind definitiv Sie das. Kommen Sie bitte mit. Okay. Nanu, der Schlüssel geht nicht ins Schloss. Scheint irgendwie verstopft zu sein. Aber wir haben ja zum Glück nicht nur eine Ausnüchterungszelle. Geben Sie mir bitte noch Ihre Sachen. Ich bewahre sie während Ihres Aufenthalts für Sie auf. Okay. Da scheint noch eine Zelle nebenan zu sein. Eine sehr musikalische Zelle. Hallo, Sie spielen wirklich sehr gut. Vielen Dank. Ich habe auch viel Zeit zum Üben. Oh, seit wann sitzen Sie denn hier ein? Keine Ahnung. Ist der Krieg schon vorbei? Ja, Napoleon wurde auch bereits nach Elba verbannt. Und, was haben Sie verbrochen? Oh, da war so einiges, was man mir vorgeworfen hat. Aber eigentlich bin ich völlig unschuldig. Ja, davon gehe ich aus. Okay, sind wir dann fertig? Ja, okay. Ich sag mal, für diese Folge ist wieder Schluss. Also, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.